So, jetzt muss ich mir ein bisschen aufpassen, wenn wir hier nur noch zu zweit sind. Gut, der Schaden geht natürlich auch runter von den Gegnern. Aber wie gesagt, wir sind auf Qual 2. Oh, das ist schlecht. Ich glaube, jetzt werden wir gleich auf den Arsch kriegen. Ich bleib jetzt hier mit Absicht drin stehen in diesem Lava-Gedöns, weil mich das eh nicht so sonderlich viel runterpusht. Okay, jetzt nehme ich mal lieber doch einen Trank. Ich muss mir angewöhnen, mehr mit dem Blizzard jetzt hier zu spielen oder je nachdem. Also wie gesagt, ich habe ja den Slot jetzt eigentlich über, weil Archon hier nichts bringt. Weil ich es nicht auf die Kette kriege, den vorher irgendwie aufzuladen. Abgesehen davon, wenn man mit einem guten Team spielt, dann hat man auch gar nicht die Zeit, weil die auch alles wegmetzeln und schnetzeln. Gute Alternative ist mir jetzt bisher noch nicht eingefallen. Oh, ein Tour. Hallo. Bisher ist mir auch erst zweimal was aus der Truhe gedroppt, was ich ziemlich gut fand. Also, das war ein... Ne, zwei Legendaries. Ein Z-Teil noch gar nicht. Ah, zusammenbleiben, bitte. Ich kann ja auch mal kurz spaßeshalber zeigen, wie das mit dem Meteorschauer dann aussieht. Das habe ich auch, mit dir auch Schauer, auch erst in-game mal gesehen. Also man kann hier 3, 4 Angriffe spammen, sofern denn ihr Kranker voll ist. Die Meteoriten fallen willkürlich auf den Boden in einem bestimmten Bereich. Ich kann das nicht wirklich steuern. Aber dennoch machen die echt enorm Flächenschaden. Ich habe auch über Paragon Flächenschaden hochgepusht. Also macht schon Laune. Wenn man ein bisschen entspannter spielen will, einfach nur hier rein spammen und die Kollegen sehen nichts mehr auf dem Display. Aber jetzt bei so 2, 3 Gegnern macht das nicht viel Sinn. Bei kleineren, größeren Mobs ab 5 bis 10 würde ich sagen, ist das schon besser. Weil man da einfach den Schadensbereich ausnutzen kann. Ich werde jetzt auch mal wieder auf die Sphäre wechseln hier nach. Schnell wechseln, Popexeln. Phosphäre, wo bist du? Ach, kann ich jetzt nicht. Kann ich doch. So. So, wo wollen denn alle hin jetzt? Nach oben wahrscheinlich. Vielleicht sollte ich hier mal ein bisschen den Ton angeben. Ja, Stich hier drin, wie ein Idiot. Immer schön darauf achten, dass sie alle schön in einem Bereich stehen, damit die
Frostsphäre da richtig schön reinknallt. So. Mal ein bisschen vorrennen. Was ich gerade eingesammelt habe, war so eine Nephalem-Kugel. Da oben der Nephalem, da habt ihr stehen. Das Gear, was ich anhabe, das ist leider nicht so das Beste. Und ich brauche da, momentan bin ich noch auf der Suche nach Teilen für ein bisschen mehr Crit-Schaden und auf jeden Fall Crit-Chance. Da habe ich gerade momentan mit meinem Buff, den ich natürlich nicht aktiviert hatte, ich Vollidiot, bin ich auf 25%, glaube ich. 25% kritische Chance. Nein, mein Freund, da waren wir. Wir müssen nach unten. Ja, ist nicht wirklich viel. Man sollte versuchen, auf 50 bis 60 zu kommen, damit fast jeder Angriff krittet. Die Seite genommen, wo nicht so viel los ist. Da ist auch wieder alles vertreten, was total übel ist. Dem Commander. Ich hatte jetzt die Tage... Hatte ich die Tage? Doch, die Tage hatte ich... Der sich weggeportet. Ich fasse es nicht. So. Hexendoktor. Ist auch ganz schön. Wenn man Lust hat, mit Minions zu spielen. Da kann man schöne, wirre Sachen machen. Hatte ich die letzte Zeit auch ein bisschen angetestet. Wenn man ein bisschen entspannter spielen will und die Arbeit machen lassen möchte, dann Hexendoktor. Ist natürlich die Frage, warum mein Kollege hier nach oben läuft. Was ist denn da los? Hallo. Ja, wie gesagt, ich kenne den nicht, mit dem ich da gerade spiele. Mr. Shadow. Manchmal ist das auch so krass mit den ganzen Grafikeffekten, dass man hier überhaupt nichts mehr sieht. Da erwische ich mich auch immer regelmäßig bei, dass ich einfach meinen Cursor suche, den ich jetzt hier bei der Aufnahme ausgestellt habe, damit das nicht so nervt.
Das ist auch für mich so ein Ding, da hätte ich gerne für mich die Option vom Blizzard, dass man den vielleicht einfärben kann. Irgendwie in Rot, Gelb oder am besten Grün-Neon. Damit das mal ein bisschen entspannter wird. Wenn dann halt so viel los ist auf dem Display. Und... aha. Der wollte meinen Kumpel hauen. Bin ich dann reingeportet. So, nein. So, nun komm. Ich hasse sie. Mal eben ein Tränkchen geschlürft. Meine Güte. Was mir auch aufgefallen ist, dass hier zum Beispiel diese Säurepfützen. Was gibt's denn noch? Alles, was so im Bereich Schaden macht, was die was die Elite-Gegner einen so entgegenschleudern, macht auch im Vergleich zu vorher ziemlich wenig Schaden. Meine Resistenzen sind jetzt auch nicht so hoch. Ja, komm. So. Diablo, mein Kumpel. Das Tor. Ich bleib bei der Frostsphäre. Bin mal gespannt, wie sich mein Hexendoktor-Kumpel schlägt. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob ich gleich ein Legendary finde. Laut Beschreibung sollte der ja jetzt immer was droppen. Schon mal ganz gut aus. Ich hatte jetzt nicht ganz genau gesehen, ob er ihn eingefangen hatte in diesem Käfig. Deswegen bin ich da reingeportet, um den Schadensausput dann ein bisschen zu verringern, weil ja Diablo dann dahin rennt wie ein Geisteskranker und da reinbeißt. Weil eigentlich stelle ich mir gerade die Frage, ist es denn jetzt der Diablo oder die Diablo? Diabla, Diabla, bla bla. So, ein bisschen konzentrieren. Ich mache hier schon wieder zu viel Mucks. Ah ja, Phase 2, die gehasste Phase 2. So, am besten konzentriere ich mich mal hier oben auf. Oh, Scheiße. Oh, ich glaube, das wird nichts. Oh, oh, ich brauche eine Kugel. Gib sie her.
Oh, meine Güte. Ja, und da gehe ich gleich down. Down, down, down. Gib mir die Kugel, bitte. Gut, dann beschäftige ich das Spiegelbild. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht, solange das aktiv ist. Ja, kommen natürlich zwei neue. Ist ja so geil. Habe ich auch noch nie mitbekommen. Gut, mein Freund. Dann... Oh. So, jetzt muss ich mal eben ein bisschen... Also... Boah, ist natürlich übel jetzt hier. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch die Möglichkeit... Oh, entweder zu laufen. Das war nicht gut. So, bekanntlich kann ich mich ja auch nicht wiederbeleben, wenn man an Bosskämpfen teilnimmt. Oh ja, das haben wir verkackt. Oh, hat er sich nochmal gekriegt. So, meine Rüstung ist auch im Arsch. Ich müsste die reparieren. Oh nein, wieso hast du das getan? Der beißt dir doch in den Kopf. Ich kann jetzt leider nicht viel machen, außer warten. Wenn wir Glück haben, schafft er es mich nochmal wieder zu beleben. Dann kann ich auch noch ein bisschen Schaden austeilen. Ansonsten geht er gleich auch drauf und dann versuchen wir es einfach nochmal. Eieiei. Aber er schlägt sich ja eigentlich ganz gut. Ey, wir haben ja jetzt hier drei Spiegelbilder am Start. Und Diablo, der total ausrastet. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt in dieser Phase einen Rage-Counter gibt. Das heißt, wenn man nicht in einer gewissen Zeit es schafft, die Phase zu schaffen, dann wird der Schadensoutput erhöht von allen Gegnern. Ja. Oh, das sieht gut aus. Ach, natürlich. Musste er jetzt da reinporten. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er mich jetzt wiederbeleben könnte. Oh, jetzt wäre deine Chance. Gut, Memo an mich. Qual 2 Diablo Run mit zwei Spielern ist ein bisschen heftig noch, ein bisschen für mich. Hätte ich vielleicht runterstufen sollen. Ah, und da ist es leider passiert. Gut, wir gehen jetzt zurück zum letzten Speicherpunkt. Oh, nein. Doch, richtig. So, ich werde mal eben mich reparieren. Und dann versuchen wir es einfach nochmal. So.